Ich muss die heftigsten Erfindungen in Tears of the Kingdom nachbauen, denn eine Horde Piraten greift Akala an und nur mit deren Hilfe kann ich sie bezwingen. Wie dem schnellsten Gefährt überhaupt, einer steuerbaren Kampfdrohne oder einem vollautomatischen Kampfroboter, die ihr am Ende auch alle nachbauen können werdet. Das erste ist aber wahrscheinlich das nützlichste von allen und es kann jeder machen, denn ihr benötigt so gut wie keine Batterie dafür. Zum Glück braucht man nur zwei Ventilatoren und ein Steuerelement. Wenn ihr die Fans etwas geneigt an den Lenker klebt, entsteht ein Auftrieb. Wenn man jetzt noch einen Scheinwerfer oder Leuchtsamen vorne dran heftet, ist Orientierung gar kein Problem mehr. Probieren wir es aus? Oh mein Gott, es fliegt so gut. Es ist so wenig Ressourcen, die verschwendet werden. Man kommt ultra schnell durch den Untergrund, kann hier auch einfach die ganzen Lightroots mitnehmen. Aber was ich mich gerade frage, kann man mit dem Deckensprung durch die Decke vom Untergrund springen? Hat das irgendjemand schon mal ausprobiert? Ja, also so sieht es hier direkt an der Decke vom Untergrund aus. Na, ist rot. Man kommt nicht durch die Decke, schade. Wäre echt cool gewesen. Aber geht leider nicht. Okay, und mitten in der Luft können wir uns auch easy fangen mit dem Ding. Das Ding ist einfach komplett overpowered. Ich glaube, hier müsste es einen Weg nach oben geben. Wir müssen so schnell wie möglich raus, dass wir an der Oberfläche weiter zu den Piraten können, nach Akala. Hier geht's hoch. Das ist auch total surreal. Seid ihr jemals ein Loch wieder nach oben? Ich habe es aus dem Untergrund rausgeschafft, aber jetzt wird es Zeit für das nächste Gefährt. Damit können wir nicht nur Richtung Piraten fahren, sondern Gegner auch auf die wohl dümmste und witzigste Weise aufessen. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Man braucht zwei Schlitten oder Wägen, zwei Räder zum Fahren, Schlitten auf Schlitten mit Bounce Pad, das Ganze zweimal, das dann hier vorne ran in beide Richtungen und hier vorne dann noch ein Schlitten und darauf die Spitzen des Todes. Zweimal. Und hier noch das Steuerrad. So, dann fahren wir mal los. Das sollte man vielleicht nicht genau so aufbauen, aber es funktioniert. Es funktioniert. Und jetzt können wir Folgendes machen. Bitte funktioniert's. Ja. Mit diesem Elektroschocker hier wurde das Ganze insane. Jetzt nochmal. Oh, jetzt bekommt ihr auch noch Elektroschaden. Oh, aua, das muss weh tun. Ja, und jetzt rein da. Genau. Das Auto ist einfach viel zu cool. Props an den, der hier drauf gekommen ist. Und nochmal. Ja. Oh, komm, wir nehmen ihn mit. Wir können einfach weiterfahren. Der kommt hier nicht mehr raus. Oh, ist das gemein. Es gibt ein Problem. Auf dem Weg Richtung Piraten liegt dieses Gegnerlager. Also, ich könnte natürlich einfach drum rumlaufen, aber das wäre zu einfach. Ich baue lieber das hier. Oh, wenn ihr wüsstet, was das ist. Ja, ich freue mich schon. Und weil es so effektiv ist, baue ich gleich noch eins. Eine Würfelbombe als Base. Kleine Batterie drauf. Konstruktkopf an die Seite, eine Rakete so dran kleben und eine genau andersrum. Und dann drei Donnerblumen an die Seite. Boah, das gibt eine Explosion, Junge. Und los! Junge! Oh, das ist viel zu crazy. Warte, machen wir mal von da hinten. Vielleicht treffen wir sie dann auf einem anderen Winkel besser. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wegen des Konstruktkorbs wird immer ein Gegner anvisiert und somit hat man eine Zielsuchrakete. Boah, habt ihr denn gesehen, wie der geflogen ist? Was war das denn? Und noch einmal, weil es so schön war. Und boom, boah. Bro, ist das nice. Doch die Zeit wird knapp. Innerhalb der nächsten 24 Stunden muss ich am Meer sein. Da muss etwas Schnelles her. Und ich habe etwas sehr Schnelles. Das sieht zwar sehr scuffed aus, schaut es euch aber erstmal an. Wir brauchen gleich zwei Räder. Spaß, wir brauchen noch 12 mehr. Wichtig, aus Holz, denn die haben die meiste Reibung. Am besten so versetzt platzieren. An dieses Rad kommt noch ein Stehaufmännchen. Und hier an die Seite ein Rad mit einem Pfahl, einem Lenker und noch ein Männchen. Jetzt müssten wir hier das schnellste Gefährt haben, das es auf Erden gibt. Ist dem auch so? Oh mein Gott, was? Nein, wie schnell? Was? Digga, so schnell fährt er wirklich nichts. Wie kann es sein, dass etwas so schnell ist in diesem Game? Mein Gott, nicht gegen die Bäume, nein. Kann man auch rückwärts fahren? Oh mein Gott, man kann sogar genauso schnell rückwärts fahren. Okay, nicht ganz so schnell, aber... Also, drehen ist schwierig mit dem Ding. So viel sei gesagt, aber es geht. Wir müssen nämlich weiter in Richtung der Zwillingsberge. Aber hier können wir richtig schnell in Richtung der Piraten. Ein letzter Drive noch. Oh, das ist so schnell, Digga. Oh mein Gott, der See! Oh, wir kommen selbst durch den See durch. Ganz easy. So, da sind die Zwillingsberge. Da komme ich mit meinem Speedbike nicht mehr lang. Jetzt muss ein Flieger her. Das Ding hier hat wahrscheinlich die präziseste Flugsteuerung, die ihr haben könnt. Ob nach vorne, hinten, oben oder unten. Es geht alles. Für die Drohne braucht ihr zweimal drei Ventilatoren, die ihr in einer Reihe aufklebt. An den Lenker kommt ein Stehaufmännchen, ein Holzrad an die Ventilatoren ran jeweils und dann der Lenker hier unten an die Räder dran. Das müsste alles sein. Steigen wir los! Gott, dann lässt sich ja richtig gut steuern. Wir müssen hier auf die Zwillingsberge rauf. So, jetzt können wir auch easy rückwärts fliegen. Wir könnten sogar nach unten fliegen. Warte, ich kann es ja nochmal ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal nach unten lenke? Oh Gott, oh Gott. Oh, wow, 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 das ist eine richtige Show. Oh mein Gott, was passiert hier?
Wow. Das ist echt das coolste Flugzeug, das ihr machen könnt. Besser geht es nicht. Und so kommen wir easy über den Zwillingsberg rüber. So, und jetzt Sturzflug runter. Let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh, jetzt haben wir uns nicht rechtzeitig retten können. Okay, wir haben es rüber geschafft. Wir sind auf der anderen Seite der Zwillingsberge. Seht ihr die Gegner da hinten? Es wird Zeit für die ultimative Kampfmaschine. Den Link-Kampfroboter 3000. Das wird viel zu bauen, aber dafür ist es extrem cool. Ein Wagen muss an ein Rädchen, dann noch ein Rad und noch ein Wagen. Um dann ein Männchen als Kopf und daran die Schulter als Konstruktkopf. Noch einer als Oberarm im Lot, als Unterarm ein Kochtopf und daran eine Kanone. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Oben können jetzt noch Laser ran und jetzt nur noch das Lenkrad hier unten. Oh Mann, ich bin so gespannt, was das Teil kann. Fahren wir mal los. Okay, das sind die Gegner. Let's go, auf die Gegner, ja. Yeah. Das ist ein Kampfroboter, Junge. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst treffen. Ja, so viel dazu nämlich. Wenn ich jetzt noch Raketen hier ran mache, wie sieht das dann aus? Oh, wir fliegen hoch. Aber wir treffen halt wirklich gar nichts mehr von hier oben. Das wird nichts. Oh, es wird Zeit, den letzten noch fertig zu machen da hinten. Und baller los. Oh, oh nein, die Arme sind abgefallen. Oh, aber der macht halt schon richtig schön Schaden. Da ist er down. Wir haben das Gegnercamp ausgelöscht. Mit diesem Riesenkampfroboter. Ich glaub's echt nicht. Jetzt aber schnell weiter. Was eignet sich da besser als ein Hot Racer aus Star Wars Episode 1? Und es ist gar nicht schwer. Erstmal zwei Rädchen hintereinander. Gleich nochmal. Jetzt an beide nochmal zwei Ventilatoren ran. Mit einer Säule verbinden. Ja auch. Und ein Rad drauf. Jetzt zwei Stangen zusammen. Ein Ventilator dran für den Auftrieb. Und jetzt fehlt nur noch der Lenker. Und ein Stehaufmännchen. Diese Teile nur noch am Rad verbinden. Und let's go! Ein echter Podracer, er funktioniert. Ich glaub's nicht. Star Wars Episode 1 Flashbacks. Ich meine, er ist nicht so schnell wie das Speedbike. Aber damit kommt man ja richtig schnell und richtig cool vorwärts. Anakin wäre stolz auf uns. Er lässt sich halt auch perfekt steuern. So, es ist ein richtig geiles Gefährt. Yo, Boko, willst du auch einen Podracer? Ha, kriegst du nicht. So, und jetzt sind wir schon am Wasser angekommen. Das Terrain ist schwer hier, aber ja, man kommt auch am Strand entlang. Okay, hier hört, glaube ich, die Reise auf. Dafür bauen wir jetzt das wohl beste Wasserfahrzeug, um den letzten Abschnitt abzufahren und eine Menge Fische zu fangen. Man braucht auch fast nur Holz dafür. Erstmal zwei Platten aneinander, ein Stamm als Trennung, vorne noch angewinkelt gleich zwei Platten, hinten zwei Ventilatoren, ein Lenkrad und ein Elektroschocker vorne. Alle einsteigen bitte, wir fahren los! Fischis, wo seid ihr? Da sind Fischis. Fischis direkt gelähmt. Oh mein Gott, seht ihr das? Die wurden einfach aufgesammelt. Einfach Elektroschock und dann mitgenommen. Also wenn ihr Fische fangen wollt und wisst, wo welche sind, dann macht es auf jeden Fall mit diesem Gefährt. Das ist einfach Bamba. Könnt ihr eigentlich auch mal versuchen, gegen Exalfos damit zu kämpfen? Oh ja, die bekommen schön Elektroschock. Also ihr seid hier auch sicher gegen Gegner. Oh, die Sonne geht langsam schon auf. Oha, man kann sie schon sehen. Da vorne, das sind die Piraten. Jetzt musste ich nur noch anlegen, um meine Ultra-Mega-Kampfdrohne zu bauen. Oh, ist das eindrucksvoll. Die machen wir jetzt gleich richtig platt. Dagegen hat kein Gegner eine Chance. Die Basis machen zwei Karts. Daran kommen gleich sechs Ventilatoren. Aufpassen, zwei davon an der Seite müssen so platziert werden, um zu lenken. Jetzt ein Luftballon und Feuerwerfer dazu. Dafür auch gleich der Lenker. Für ultimative Zerstörung braucht man aber erstmal noch ein Rad. Macht eine Kanone dran und jetzt noch vier Laser hier so angewinkelt. Kann ich die Piraten damit schlagen? Let's go, es geht nach oben. Oh, alles explodiert einfach. Nochmal, bitte. Ja! Oh, einfach aus der Luft geholt, die Viecher. Wow, das ist aber viel zu cool. So, jetzt nochmal auf den Boss-Bock nehmen. Ja! Oh nein, der Luftballon ist kaputt. Wir fallen runter. Oh. Und jetzt können wir sie infiltrieren und fertig machen. Ja! Und das waren alle. Die Piraten sind Geschichte. Und Akala ist gerettet. Aber das war gerade erst der Anfang. Nur mit diesen Mythen könnt ihr sagen, dass ihr ein wahrlicher TOTK-Kenner seid.